Ich weiß, dass in Korea, wie Japan, ich weiß nicht, wie das in China ist, aber wir haben es ganz stark mit Self-Orientalism zu tun. Das verinnerlichte, also Rassismus oder dieser Wunsch, weiß zu sein, also und zu entwickelten Nationen zu gehören. Das ist so stark, dass es dann als Weiße in Korea wird so gut behandelt, aber sobald die Menschen dunklere Hautfarbe hat, wird schlecht behandelt. Herzlich willkommen, ich bin Linda Hamway und freue mich, diese dreiteilige Podcast-Reihe zu moderieren. Wie auch bereits die ersten zwei Folgen aus dieser Reihe ist dieser Podcast Teil des Projekts KADAK, eine von der Lotto-Stiftung Berlin gefördertes Projekt von Oyun, dessen öffentliches Programm vom 24. März bis zum 30. April 2024 stattfindet. In dieser Podcast-Folge beschäftige ich mich mit Erinnerungskultur und den Narrativen, die in der Geschichte von Kriegen und ihren Folgen oft übersehen oder unterdrückt werden. Heute gibt es die dritte und auch leider schon letzte Folge aus dieser Reihe. Ich spreche mit Thuy Nguyen und Natalie Han. Mit den beiden habe ich bereits in den ersten beiden Folgen gesprochen. Und heute gibt es quasi die Gemeinschaftsfolge, aka kleine auch Recap-Folge. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch denn heute? Ja, ganz gut. Danke. Freue mich auch auf das Gespräch. Hi, ja, ich freue mich auch voll. Voll schön, dich hier wiederzusehen, Nathalie. Mir geht's auch ganz gut. Schön. Ich höre euch auf jeden Fall besser als ich. Also diejenigen, die mich in den ersten beiden Folgen gehört haben, die wundern sich vielleicht, wo ich mich jetzt wie Tina Turner anhöre. Ich habe mir eine kleine Erkältung zugeholt, aber ich hoffe, wir kommen ganz gut durch die Folge. Aber es wird heute auf jeden Fall eine spannende Folge, weil ihr ja auch ein paar Fragen vorbereitet habt, dazu auch später. Aber bevor wir direkt starten, könnt ihr euch bitte kurz mal vorstellen, wer ihr eigentlich seid, was ihr so macht? Ja, ich heiße Nathalie Han. Ich bin Vorstandsvorsitzende vom Korea-Verband seit 2012. Aber ja, ich bin aktiv seit 2008 in Berlin und mache verschiedene Projekte. Aber zurzeit ist unser Hauptanliegen das Thema der sogenannten Trostfrauen. Und dafür haben wir die Friedensstatue aufgestellt, die von der japanischen Regierung stark angegriffen wird und ein großes Problem für die deutsche Außenpolitik angeblich darstellen soll, und haben auch dann an das Museum der Trostfrauen aufgebaut. Ja, ich heiße Tudien, ich benutze keine Pronomen. Ich bin Community Organizer, Performerin, politischer Bildungsreferentin, mache Tanztheater und Empowerment-Sachen. Und ich habe unter anderem ein Kunst- und Empowerment-Kollektiv, Spicy Ginkgo Collective, mit Guangwon Meidan. Genau, da machen wir auch verschiedene Sachen. Und jetzt bald, am 12. April, wird zusammen mit dem Korea-Verband unsere Kunstausstellung im Oyun sein, wo wir da auch nochmal ja, so ein Archive in the Making zur Friedensstatue nochmal ausstellen werden, was wir schon mal in einem Tiny House vom Oyun gemacht haben. Genau, und sonst mache ich verschiedene Sachen zu verschiedenen Themen. Auch Gedenkveranstaltungen organisieren oder Demos, aber auch so Community Spaces für verschiedene Zielgruppen, für rassifizierte Leute, Transpersonen, queere Menschen. Ja. Vielen Dank euch für alle, die mehr über euch erfahren wollen. Den empfehle ich auf jeden Fall, dass sie in die ersten beiden Folgen reinhören. Gerade auch bei dir, Natalie. Wir haben ja sehr viel über gerade auch sexuelle Gewalt und Unterdrückung gesprochen, auch sehr viel bei den Trostfrauen. Und in der zweiten Folge haben wir vor allem auch darüber gesprochen, wie man zum Beispiel aktivistisch sein kann, aber dies auch eine Art von Kunst umwandeln kann, um praktisch auch um wichtige Themen wie eben zum Beispiel Krieg oder auch auf Erinnerungskultur aufmerksam zu machen. Beide sehr spannende Folgen, kann ich sehr empfehlen. Und heute wollen wir praktisch diese Folge nutzen, um auf diese beiden Folgen auch Bezug zu nehmen. Ihr habt ja auch euch gegenseitig die jeweilige Folge angehört vorher, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen. Mich würde es zunächst mal interessieren, wie war es denn für euch, die Folgen anzuhören von der anderen gegenüber? Vielleicht, Nathalie, magst du vielleicht anfangen? Ja, es war sehr interessant, weil Thuy Thanh, wir kennen uns ja auch schon länger, aber also wir hatten noch nie Zeit gehabt, weil wir immer zu
einer Veranstaltung, in so einem Projekt uns getroffen haben. Und war das besonders schön, verschiedene Aspekte nochmal so deutlich auch zu verstehen. Und ja, vor allem hat mich das nochmal nachdenklich gemacht. Also, wie ist denn die Viet-Community und wie ist denn koreanische Community? Die eine, zwei, die größten Asian-Communities hier in Berlin darstellen. Und eigentlich historisch auch sehr viel zu teilen hat durch den Vietnamkrieg. Also vor allem die koreanischen Soldaten wurden in den Vietnamkrieg eingesetzt worden. Und da gibt es auch sehr unschöne Erfahrungen. Und ich hatte bis jetzt auch keine Möglichkeit gehabt, Personen zu finden aus der Viet-Community, dass man zu dem Thema auch ein bisschen mehr hätte austauschen können. Von daher freue ich mich jetzt auch, dass wir in diesem Teil uns noch mal ein bisschen austauschen zu können. Ja, ich fand es auch super spannend, deine Folge zu hören, Nathalie. Ja, mir ist es auch aufgefallen, was du gesagt hast. Wir hatten bisher gar nicht so richtig Zeit, mal so uns miteinander zu unterhalten über diese Themen, sondern dann geht es ja einfach viel um Arbeit und aktivistische Sachen, was halt auch wichtig ist. Aber ich, ja, fand es voll berührend auch zu hören, also auch als du erzählt hast, kurz die Geschichte von deinem Vater angerissen hast und erzählt hast, aber auch wie es für dich war, als du so jung nach Deutschland gekommen bist. Also super viele Dinge wusste ich einfach gar nicht und also von dir und ja, es war voll schön zu hören und auch nochmal so die Geschichte von den Trostfrauen oder auch von der AG vom Koreaverband, wie lange diese Arbeit einfach schon ist. Genau, das fand ich sehr beeindruckend. Und ja, mir kamen auch viele Fragen auf, nachdem ich deine Folge gehört habe. Und deswegen freue ich mich voll, dass wir hier jetzt zusammenkommen können. Ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt auf die Fragen, die ihr vorbereitet habt. Zunächst habe ich natürlich auch noch ein paar Fragen für euch und danach kann ich mich zurücklehnen quasi. Nächste Frage. Mich würde interessieren, angesichts eurer unterschiedlichen Erfahrungshintergründe, die ihr beide mitbringt, vor allem in der vietnamesischen, aber auch in der koreanischen Diaspora in Deutschland, wie schafft ihr es denn, gerade Themen wie Krieg, Erinnerungskultur und Identität in eurem aktivistischen Schaffen so zu behandeln und dabei gleichzeitig diese komplexen Themen, da würde ich sagen, ohne die Komplexität dieser Themen, also eben ein sehr, sehr vielfältiges Feld ist, zu vernachlässigen quasi. Ja, ich finde das tatsächlich nicht so einfach, alle diese drei Themen zu behandeln und auch diese Vielschichtigkeit des Themas. Also wenn wir jetzt also konkret bei dem Trostraum-Thema bleiben, sind das ja immer diese Frage von Täter- und Opfernationen, unterschiedliche Perspektiven. Und dann kommt auch noch hinzu, auch die Haltung der deutschen Seite, wo wir als Migrationscommunity hier sind. Und es ist ein Wahnsinns-Lernprozess auch zu sagen, dass wir irgendwie auch sagen, okay, diese Erinnerungen, die wir mitgebracht haben und wofür wir bis jetzt auch erst 30 Jahre gekämpft haben, das hat in Deutschland stattgefunden und das muss auch zur deutschen Erinnerungskultur angehören. Das ist ein ganz neues Kapitel und neue Perspektive, die wir von anderen anfordern müssen. Und das hatte lange Zeit, also war diese Identitätspolitik so ein bisschen, lief das parallel. Und im Moment ist das dann für mich so, dass durch diese historische und diese Geschichte, die wir mitgebracht haben und diese Auseinandersetzung mit der Identitätspolitik zu verbinden, als dass unsere Erinnerung zur Migrationsgesellschaft gehört und anerkannt werden muss. Und das ist eigentlich dann letzte so richtig Zusammenführen von alle drei Themen geworden. Und deswegen ist das für mich im Moment die Arbeit wahnsinnig spannend. Ich glaube, also in meinen Kontexten oder wenn es auch gerade um so vietnamesische und vietdiasporische Lebensrealitäten geht, ist, glaube ich, da die Herausforderung, bestimmte Geschichten auch nicht unsichtbar zu machen oder zu vergessen. Also es gibt super viele, genau so vietnamesisch-diasporische Menschen hier in Deutschland haben gar nicht alle so eine Geschichte, sondern es gibt Menschen, die geflohen sind, Menschen, die durch Vertragsarbeit in Deutschland gekommen sind, durch Heiratsmigration, durch Studium, durch Ausbildung, durch andere Wege. Und dadurch gibt es so viele unterschiedliche Lebensrealitäten, also auch für die zweite Generation oder eineinhalb Generation.
Ich sehe die Herausforderung, dass ja alle Lebensrealitäten gesehen werden können und dadurch auch unterschiedliche Kämpfe. Und ich glaube, so in meinen aktivistischen Arbeiten ist es mir, glaube ich, auch voll wichtig, nicht nur so eine Geschichte oder ein Struggle oder so darzustellen und nur dafür so Forderungen zu stellen, sondern dass ich mich da eben auch mit vielen anderen Menschen so zusammenschließe, die zum Beispiel auch wir diasporisch sind, aber ganz andere Lebensrealitäten haben durch deren Eltern oder auch ganz anders nach Deutschland gekommen sind, wenn die nicht in Deutschland geboren worden sind. Und dass es einfach so ein gemeinsamer Kampf ist und dass wir ganz viele verschiedene Themen zusammentragen und dann schauen und auch anerkennen, dass das alles auch miteinander zusammenhängt und dass wir da jetzt nicht irgendwie so getrennte Wege gehen sollten. Ich finde tatsächlich auch für die koreanische Community, dass wir auch schon sehr stark mit unter Polarisierung auch zu tun haben. Also die erste Generation, die zuerst nach Deutschland gekommen sind, Bergbauleute. Und durch die Politik in Südkorea, wo die regierungskritische Menschen zu pro-nordkoreanische, pro-kommunistisch und staatsgefährdend abgestempelt hat, ist unsere Community schon so gespalten. Und aber dann die zweite Generation hat auch dann sehr wenig Bezug zu Korea oder also viele auch, haben auch gesprochen, die vor 19, also ab 1988 dieser Bezug zu Korea sich geändert hat, aber sich dafür vorher so ein bisschen für das Land geschämt hatte. Und es sind wirklich sehr viele Probleme, und wo ich als 1,5. Generation immer dazwischen stehe, höre ich von beiden Seiten, dass da absolut Vorurteile da sind, kein Verständnis, weil die Eltern denken, wenn ich gut Deutsch könnte, könnte ich alles besser hier in Deutschland, und die Kinder sollen alles besser haben und können sich gar nicht vorstellen, wenn man in einem Land geboren wird, wo man geboren wird, aber es auch nicht zugehörig anerkannt wird. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, weil Sie das nicht kennen. Und da habe ich mir auch sehr viel Gedanken gemacht, aber es ist nicht so einfach, die beiden Seiten irgendwie auch zusammenzuführen und darüber hinaus halt auch, wie du auch gesagt hast, die aus unterschiedlichen Motiven nach Deutschland gekommen sind. Und also, wenn man innerhalb dessen auch nicht zur Mehrheit angehört, dass viele sich gar nicht dann öffentlich auch, glaube ich, zeigen oder aktiv sind. Ich sehe so ein bisschen Parallelen auch. Also mir fällt es auch so schwer, von die vietnamesische Community zu sprechen, weil die gibt es auch so nicht und ich kann auch gar nicht so für alle sprechen. Aber ja, ich sehe auch ein paar Parallelen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es irgendwie, oder ich nehme es jetzt nicht unbedingt als Spaltung wahr, aber es gibt auf jeden Fall auch so Vorbehalte in der ersten Generation. Ich kenne es halt vor allem so von meinen Eltern oder auch Verwandte und ja, einfach meine Elterngeneration. Also, dass die zum Beispiel, also die sind alle, also ne, meine ganze biologische Familie sind geflohen und die kommen alle aus dem Süden und oder Zentralvietnam oder sind damals teilweise auch von Nordvietnam nach Südvietnam geflohen. Also es gab da auch schon so Fluchtwege oder von Zentralvietnam nach Südvietnam geflohen. Und da sehe ich halt einfach so Vorbehalte oder so Vorurteile gegenüber nordvietnamesischen Menschen, die zum Beispiel durch Vertragsarbeit nach Deutschland gekommen sind, weil denen dann voll oft vorgeworfen wird, die wären nicht so solidarisch, weil die zum Beispiel nicht mitgeflohen sind, weil die irgendwie staatstreu sind oder kommunistisch sind, also kommunistisch im Sinne von, wie es halt gerade in Vietnam, also wie Kommunismus in Vietnam halt aussieht. Und dann kenne ich es aber auch andersherum, dass voll vielen Menschen, die geflohen sind, vorgeworfen werden, dass die einen halt verraten haben. Also das, genau, ich kenne es auch voll oft, dass so nordvietnamesische Menschen dann Menschen, die geflohen sind, sagen so, ja, ihr habt halt so unser Land verraten oder ihr habt uns hier alleine gelassen. Und das trägt sich auf jeden Fall in weitere Generationen, was ich auch total problematisch finde. Und ich glaube, ich hatte auch lange damit
zu kämpfen, als so zweite Generation das so zu, also zu dekonstruieren und auch so Gespräche mit meinen Eltern zu suchen und zu sagen so, also, ne, ich verstehe irgendwie eure Perspektiven, aber es ist nicht so cool, sowas zu denken oder solche Vorurteile zu haben. Oder es gibt so ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen geflohen sind oder nicht geflohen sind oder diese Vertragsarbeit gemacht haben oder nicht gemacht haben. Und dann gibt es auch noch ja, vietnamesische Menschen, die halt nach Deutschland gekommen sind, um zu studieren oder weil es diese Möglichkeit gab. Und dann gibt es so voll die Klassenunterschiede und genau, dann spielt so Klassismus auch voll die Rolle. Und da sehe ich auch voll die Spannung oder dass es da Spannung geben könnte oder Clashes. Ja, weil es auch da irgendwie vielleicht, wenn man sich da vielleicht nicht so gut manchmal auf einer Verständnisebene begegnen kann oder weil die Lebensrealitäten dann doch super unterschiedlich sind, oder weil bestimmte Selbstreflexionen fehlen auf vielen Seiten. Also es waren wirklich auch Fragen, die ich mich immer gegenüber Viet Community immer hatte. Das finde ich schön, dass du das so schön aufbereitet hast oder auch ohne so zu verfestigen oder kategorisieren, also dass es solche Phänomene gibt und dass man wirklich tatsächlich nicht von der die vietnamesische Community sprechen kann. Und ja, der Koreaverband wird auch oft also verstanden, als wir die koreanische Community repräsentiert, aber wir arbeiten eigentlich für die also Mehrheitsgesellschaft, um die Informationen über Korea auch zu geben und aber gleichzeitig auch diese ganze Information und diese Kraft aus der koreanischen Community haben. Ja, wir haben auch das Problem, was ich angesprochen habe, dieses politisch abgestempelt zu sein. Ich habe neulich mit der Direktorin von der koreanischen Schule hier in Berlin gesprochen und die sich nicht traut, zu uns zu kommen, weil wir so diesen Ruf haben, als also so links und rot zu sein und kommunistisch oder wie auch immer. Und durch diese ganze Angriffe durch japanische Regierungen gibt es halt auch in Korea so eine Rechtstendenz, dass wir unsere eigene koloniale Geschichte leugnen müssen oder sagen, das war nicht so schlimm, das gab es nicht. Und in diesen Momenten werde ich auch total traurig und sage, ist das überhaupt möglich, da diese Vorurteile abzubauen, dass wir miteinander kommunizieren können? Das ist eine sehr große Herausforderung, die wir nicht so nebenher so auch beiseite packen kann. Ja, und ich verstehe auch voll, was du sagst mit so, ihr als Koreaverband werdet dann als die koreanische Community irgendwie gesehen. Und ich finde, das macht doch voll den großen Druck. Also ich verstehe auch irgendwie so den Wunsch von vielen Menschen, irgendwie eine Art Repräsentation zu haben. Aber also abgesehen davon, dass es nicht bei Repräsentation stehen bleiben sollte. Aber das kommt auch, finde ich, so den Menschen nicht so gerecht, die diese Arbeit machen, wenn die sich selber gar nicht so bezeichnen. Richtig. Eigentlich hat man ja auch die ganze Zeit auch gekämpft. Es gibt nicht die Koreanerin, keine so eine Stereotyp. Und ich repräsentiere ja auch nicht Korea. Also das war ja ganz extrem, als ich vor 46 Jahren nach Deutschland gekommen bin. Egal, was ich gemacht habe, war ich die Koreanerin. Und obwohl ich nicht die Koreanerin sein wollte, das war so ein Wahnsinnsdruck. Ja, und so ist das halt auch. Vielleicht ist es, wenn wir jetzt das Gespräch vielleicht ein bisschen zusammenfassen, finde ich gut, dass wir am Ende sagen, es gibt nicht die vietnamesische oder die koreanische Community, sondern innerhalb der Community haben wir auch sehr viele unterschiedliche Probleme, ist sehr komplex und vielleicht können wir dann halt auch nochmal näher uns auch mal austauschen und vielleicht diese gegenseitige Spiegelung. Hilft das ja auch. Und vielleicht hilft ja auch die gemeinsame Folge, die wir heute aufnehmen, für mehr Verständnis und auch Aufklärung. Die Idee dieser Folge war ja vor allem, dass ihr euch, das hatte ich ja vorab schon erwähnt, die Folgen
gegenseitig anhört und auch dementsprechend Fragen vorbereitet. Und ich bin mir sehr gespannt, was für Fragen ihr vorbereitet habt und würdet hiermit praktisch an euch erstmal übergeben. Ich weiß nicht, wer mag denn von euch beiden gerne anfangen? Ich glaube, dass da Teil unserer Fragen schon in der ersten Frage war. Jetzt müsst ihr irgendwie nochmal schauen. Ja, also meinerseits war, also die, meine erste Frage war, ist, glaube ich, soweit auch wirklich beantwortet worden. Diese Spannungen, die Menschen als die Boat People kamen, also politische Teilung damals in Vietnam und aber auch die Vertragsarbeit dann in die DDR kam und nach der Wiedervereinigung müsste diese beide Communities wieder hier zurechtfinden. Da. Und ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung gewesen und du hast ja auch jetzt den Einblick auch gegeben. Und meine zweite Frage war jetzt so ein bisschen anders, also als jetzt in Deutschland auf die Community-Arbeit bezogen, weil du dann erzählt hast, dass du mit vietnamesischen NGOs dort aktiv sind, auch zusammenarbeiten wolltest. Und das finde ich eigentlich sehr ungewöhnlich für die zweite Generation, die hier in Deutschland sind. Und da würde ich so ein bisschen mehr wissen, wie du die Kontakte herstellst oder wie du mit den mit den Gruppen in Vietnam vor Ort arbeitest oder wie, ob du schon was realisiert hast. Also ja, da bin ich sehr neugierig. Ich habe so voll den Wunsch, auch mehr aktivistische Menschen in Vietnam kennenzulernen und auch von deren Arbeit und deren Kämpfe und Forderungen, vor allem zum Beispiel KlimaaktivistInnen, was aber auch voll schwierig ist, weil voll viele sind, glaube ich, auch gar nicht so sichtbar, was einfach super gefährlich ist und weil KlimaaktivistInnen in Vietnam auch oft ins Gefängnis gesteckt werden oder andere Arten von Gewalt erfahren. Ich habe voll das große Interesse, auch andere weitere AktivistInnen zu weiteren Themen kennenzulernen. Ich glaube, was bisher passiert, also ich war dieses Jahr wieder in Vietnam für 7 Wochen und da habe ich zusammen mit Quang Nguyen Xuân und Viet Duc Pham einen Workshop gehalten zum Thema Let's talk about art and social justice. Also wie könnten wir Gerechtigkeitsthemen und Diskriminierung und so weiter in Kunst verpacken oder wie könnte Kunst auch eine Form sein, um unsere Liberation-Kämpfe voranzutreiben? Und da waren dann auch Fragen wie, was sind meine Rollen oder in welchen Rollen befinde ich mich in sozialen Bewegungen und welche Verantwortung haben wir als KünstlerInnen, wenn wir eben so für Befreiung und Gerechtigkeit kämpfen und für mehr Zugänglichkeit. Und das war super schön und voll spannend. Und ich hätte auch voll Lust, weiter solche Spaces mitzuorganisieren und zu halten und auch Arbeiten anderer aktivistischen Menschen in Vietnam kennenzulernen. Dadurch, dass ich ja gar nicht in Vietnam lebe, ist es auch für mich super schwierig, da auch die Kontakte so nachhaltiger pflegen zu können oder überhaupt mich so enger vernetzen zu können, wie ich es hier mache in Berlin und in Deutschland. Also ich bin so einmal im Jahr in Vietnam und würde das gern so aufrechterhalten, wie es irgendwie geht. Und ja, also durch Instagram lassen sich Kontakte halten auch ganz gut machen. Aber ja, es ist schon sehr schwierig. Also vor allem einfach dadurch, wie repressiv es in Vietnam geht, wenn es um solche Themen gehen. Weil es einfach eine krasse Zensur gibt und wir auch im Vorfeld sehr viel drüber geredet und bestimmte Szenarien durchgespielt haben und uns beraten lassen haben, welche Begriffe können wir nehmen, um diesen Workshop zu bewerben. Also ist Social Justice schon irgendwie zu heikel? Abolitionismus ist, glaube ich, so. Also wäre, glaube ich, gar nicht drin. Und wie ist das, wenn jetzt einfach so Staatsleute in unsere Spaces reinkommen? Weil das passiert halt auch. Das ist so während unserer Performance passiert. Da war, glaube ich, einer von der Polizei. Genau. Also es ist einfach eine ganz andere Arbeit und es bedarf so viel. Also ich will auch gar nicht so für so Local Vietz sprechen, die da diese wichtige Arbeit machen in Vietnam.
Aber ich habe schon gemerkt, dass es nicht so einfach ist wie jetzt zum Beispiel hier in Berlin. Aber es gibt auf jeden Fall Wege, ja, mit Zensur und Repression umzugehen und trotzdem bestimmte Themen setzen zu können oder sich austauschen zu können. Ja, also vielen Dank, dass du so, also auch gezeigt hast, wie komplex oder wie schwierig das ist, politisch aktiv zu sein in Vietnam. Und eigentlich ist der Koreaverband wirklich aus dieser Arbeit entstanden, dass wir immer mit den Menschen, die in Korea während der Militärdiktatur unterdrückt wurden und gefoltert wurden, politisch verfolgt. Und haben wir in Deutsch, von Deutschland aus einen gewissen Schutzraum auch entwickelt. Und aber die wir auch aktiv waren, sind wir eigentlich auch als Exil-Koreanerinnen. Jedes Mal Angst, nach Korea zu fliegen, am Flughafen, sind viele auch verhaftet worden. Also es ist nicht ohne. Aber in der Zwischenzeit ist ja auch Korea auch demokratisiert worden. Und da haben eigentlich auch wir, die koreanischen Community in Diaspora, eine große Rolle gespielt und ist heute noch so. Und dafür bin ich auch für die erste Generation sehr dankbar, weil sie sehr viele Kontakte in Korea hat. Und wir haben jetzt auch vom Koreaverband auch sehr viel Möglichkeit, natürlich, wenn man ein Büro hat und E-Mail-Adresse. Wir kriegen sehr viele Anfragen aus Korea selbst. Und das finde ich eigentlich auch Kunst, diese Bewegung, diese Kraft, diese Kreativität, die aus Korea kommt, die wir das jetzt in Deutschland so übersetzen und hier Deutschland bekannt zu machen. Und ein großes Beispiel dafür ist eben die Friedensstadt. Das kam so also ganz unten von der Zivilgesellschaft, diese Bewegung, die wir jetzt in Deutschland haben und damit wir mit den Jugendlichen auch hier auch arbeiten und was Neues irgendwie entstehen zu lassen. Ja, ich finde es richtig beeindruckend, dass es diese Strukturen schon gibt. Also zum Beispiel durch Kommunikation und dass da diese Themen auch ja so internationalistisch gedacht werden. Finde ich gerade richtig beeindruckend und inspirierend zu hören. Also wenn du dich dafür interessierst, wir zeigen ja jetzt Bahn von Karak auch den Film über Vietnamkrieg und aber auch die Erinnerungsarbeit in Vietnam von Bora, Igil Bora. Und in Korea gibt es auch die koreanisch-vietnamische Organisation, die ganz stark mit der Erinnerungsarbeit, Aufarbeitung des Vietnamkriegs, der vietnamesischen Community arbeiten. Und da ermutigen sie, dass die vietnamesischen Opfer, also Betroffenen, gegenüber der südkoreanischen Regierung auch Klage einreichen. Und wir haben letztes Jahr oder vor 2 Jahren, also erfolgreich haben sie geklagt und das sind die ersten Fortschritte. Wow, das ist richtig gut zu wissen, weil ich wollte dich, also das wäre auch eine Frage an dich gewesen, ob du weißt, wie es da aussieht mit Aufarbeitung und Reparation und so. Ja. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass also viele vietnamesische Community gar nicht über diese Arbeit weiß, wie zwischen Korea und Vietnam auch solcher Austausch gibt und gearbeitet wird. Und das finde ich total spannend, wenn wir dann so uns das mal ein bisschen näher anschauen könnten. Ja, auf jeden Fall. Ein Thema, was mich auch schon seit längerem interessiert und worüber ich auch voll gerne mit dir reden oder mich austauschen würde, Nathalie, ist so Machtgefälle zwischen ostasiatischen und südostasiatischen Menschen und auch in der Diaspora und auch wie es oft so unbewusst ausgeübt wird oder gezeigt wird. Und es gibt diesen Begriff, was eine Beleidigung ist, soll ich jetzt kurz reproduzieren. Die Beleidigung Jungle Asians, also Jungle wie Dschungel, was oft für südostasiatische Menschen benutzt wird von ostasiatischen Menschen. Und genau, meine Frage wäre so, oder ich würde mich voll gerne mit dir austauschen, wie wir mit bestimmten Machtungleichheiten oder Machtgefällen umgehen, communityübergreifend und auch ja, ob es irgendwelche Umgangsweisen gibt, wenn es Konflikte gibt oder Spannungen und welche Erfahrungen oder auch Umgangsweisen du so hast. Also
Ich persönlich habe zum ersten Mal den Begriff gehört. Ich wusste gar nicht, dass es so solche Konflikte in Deutschland gibt oder in Berlin, also in der asiatischen Community. Aber ich weiß, dass in Korea, Japan, ich weiß nicht, wie das in China ist, aber wir haben es ganz stark mit Self-Orientalism zu tun. Das verinnerlichte, also Rassismus oder diese Wunsch, weiß zu sein, also und zu entwickelten Nationen zu gehören. Das ist so stark, dass es dann als Weiße in Korea wird so gut behandelt, aber sobald die Menschen dunklere Hautfarbe hat, wird schlecht behandelt. Der Wunsch ist so stark und dann auch durch die US-amerikanische Besatzung oder US-militärische Präsenz. Und wurde dann auch der Rassismus zwischen Schwarz und Black, also Black and White, auch in Korea übertragen. Und auch die Angst vor Westernized, also verwestlicht zu werden. Und das hat sich so wirklich personifiziert. Die bösen Amerikaner sind schwarz und das Gute, was wir sein wollen, ist irgendwie weiß. Und dadurch sind auch sehr viele Vorurteile, glaube ich, entstanden. Und dafür schäme ich mich auch total. Also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Und aber dass sich das auch hier bei der zweiten Generation oder bei den Menschen übertragen hat, das war mir nicht so bewusst. Ich spreche, wenn ich mit der koreanischen Community spreche, muss ich immer betonen, dass wir auch selber rassistisch sind. Und vor allem die Hautfarbe weiß ist nicht die weiße Hautfarbe, sondern wenn wir in Korea selber sind, wir sind weiß, weil wir privilegiert sind. Also ich sage das von mir. Ich habe Eltern, die gute Ausbildung hatten, die auch mir diese Hochschulausbildung ermöglicht hat. Ich habe im Ausland studiert. Also ich bin total privilegiert, wenn ich in Korea bin. Aber andersrum, wenn ich hier in Deutschland bin, bin ich hier einfach die Migrantinnen und gibt sehr viele Benachteiligungen. Und ich weiß nicht, wie Sie schauen mich so an, so ein bisschen so wimpernklimpernd. Ja, und manche nicken, aber das ist irgendwie vielen gar nicht so bewusst. Also, so wie in Deutschland, ich sage, ich bin nicht rassistisch, sagen ja so viele. Ich hab auch jemanden gehört, ich habe sogar türkische Nachbarn. Was so simpel denken die Leute, und aber wie komplex der Rassismus ist, das weißt du ja auch. Ne? Und ich glaube, einzig die Möglichkeit ist, dass wir tatsächlich uns gegenseitig mehr spiegeln sollen. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, also wo ich so ganz verschiedene Communities kennengelernt habe, die zum Beispiel mit dem Denkmal kämpfen hier in Berlin. Aber jede Community kämpft mit der Mehrheitsgesellschaft. Aber wir untereinander haben so wenig Austausch, weil wir gar keine Kapazität und Ressourcen haben. Weil wir hier als migrantische Community überleben müssen, jeder für sich. Aber alle sind überfordert, kurz vorm Burnout, so wie ich, überarbeitet und haben so wenig Ressourcen für andere Communities da zu sein. Ich glaube, das muss so ein bisschen geändert werden. Also immer so unsere eigene Community stärken, aber nicht schauen, wie es den anderen Communities geht. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, da mehr Austausch geben müsste. Das tut mir einfach auch leid, dass so ein Begriff auch noch gibt. Wobei. Oh, Ja, ich denke auch, dass es ich finde es auch wichtig, wenn Kämpfe so zusammengedacht und zusammengetragen werden können. Ja, ich finde es auch schwierig, wenn es so Konflikte und Spannungen gibt, weil voll oft lassen die sich auch gar nicht lösen und es ist irgendwie auch in Ordnung, finde ich. Aber ich finde es dann trotzdem wichtig, solidarisch miteinander zu sein und dann irgendwie politische Kämpfe und für so Collective Liberation trotzdem zusammenzukommen. Ja, und sich da auch gegenseitig zu supporten.
auch wenn es irgendwie wie andere Konflikte gibt. Ich glaube, das, was ich dann eher schwierig finde, ist, wenn wir dann noch nicht mal eine gemeinsame politische Basis haben. Also wenn es dann so politische Konflikte gibt, weil dann, genau, ist es irgendwie dann auch schwierig. Ich wünschte auch, dass wir uns mehr austauschen könnten, dass es mehr Räume dafür gibt überhaupt, dass da aber auch irgendwie also dass dafür aber auch so Zeit und Kapas eingeräumt werden könnten, auch wenn es irgendwie schwierig ist, weil ja alles andere trotzdem weiterläuft und dass wir trotzdem so uns solidarisch zeigen können füreinander und dass wir auch sehen, dass es ein großer Kampf ist. Ja, genau. Ich habe ja auch jetzt an dem Konflikt mit Oyun vieles gelernt, wie die also das Thema uns gespalten haben. Plötzlich taten sich die Graben auf. Am Anfang war ich total wütend und sprachlos, wie sie nicht die eigenen Verursacher, die hegemoniale Macht ausüben, kritisieren. Stattdessen machen wir die Oyun auseinander oder so, ne? Ich habe das als auch Victim Blaming genannt. Seither habe ich das auch verstanden, warum die Leute, wenn du das Thema ansprichst, Solidarität, ne? Um solidarisch zu sein, ist das manchmal, wenn dann auch selbst Konflikte gibt, wenn wir eine klare Vorstellung haben, wogegen kämpfen wir alle. Und das ist wir als die in der Zivilgesellschaft, als wir diese soziale Gerechtigkeit wollen und auch Respekt haben wollen. Das geht ja um diesen fehlenden, mangelnden Respekt, was im Rassismus und überall vorhanden ist, im Sexismus. Und da dürfen wir das große etwas nicht vergessen. Woher kommt das, ne? Und dann können wir uns noch mal zusammenschließen und also auch diese jegliche Befindlichkeit ein bisschen überwinden und schauen, wo liegt das Problem? Aber oft geht das wirklich ein bisschen so gegeneinander, sehr schnell. Und die Frustration, die man erlebt hat und in diesem rassistischen Kontext, kehrt das manchmal so gegen die untereinander. Die Erfahrung mache ich auch sehr oft. Und das finde ich sehr schade. Aber vielleicht lässt sich das auch so ein bisschen leichter auch zu beheben, wenn wir uns immer wieder runterholen in diesen Konflikten und sagen, hallo Leute, wo liegt das Grundproblem? Der Kern ist, dass wir nicht privilegiert sind, dass wir keine Möglichkeit haben an der Teilhabe der Macht und nicht mit diese Mitspracherecht haben. Ja. Ich glaube, es kann halt parallel laufen. Also ich finde es trotzdem wichtig, wenn es Konflikte gibt, dass Menschen auch einfach Verantwortung übernehmen und also sich auch einfach accountable halten und dass es aufgearbeitet werden kann und gemeinsam schauen kann, wie wir so verbleiben können. Und gleichzeitig finde ich, ist es halt auch voll wichtig, sich weiter solidarisch zu zeigen und sich gegenseitig zu supporten, wenn es eben eine gemeinsame politische Basis gibt. Ja, ich glaube, ich will damit nur sagen, also ich will Konflikte auch gar nicht so zur Seite schieben, um zu sagen, ja, aber wir kämpfen ja für was Größeres, sondern ich finde das super wichtig, das auch zu zentrieren und das aufzuarbeiten. Aber wenn das nicht möglich ist, finde ich es voll wichtig, trotzdem sich solidarisch zu begegnen. Ja, meine ich auch. Also ich meinte auch das Gleiche, glaube ich auch. Wenn die Konflikte, die lassen sich manchmal nicht lösen, man braucht auch Zeit, aber Vertrauen haben gegenseitig in der Community-Arbeit und trotzdem sich auch, wenn es drauf ankommt, solidarisch zeigen. Und wenn man wirklich das große Ziel hat und Vertrauen gefasst hat, glaube ich, lassen sich die Konflikte auch lösen. Und dafür muss man ja auch bereit sein. Und das müssen wir auch immer wieder üben, mit den Verletzungen umzugehen. Und am liebsten ist es vielleicht auch menschlicher Natur. Am liebsten möchte ich in die Damien nichts zu tun haben. Aber sobald man repräsentativ auch diesen politischen Raum betritt, muss man wahrscheinlich das Persönliche auch ein bisschen hinter sich lassen. Auf jeden Fall ein gutes Abschlusswort. Also ich höre auf jeden Fall raus, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns alle gegenseitig nochmal
in uns inne gehen und auch selber mal reflektieren, okay, was für Privilegien haben wir überhaupt? Haben wir diese? Und auch, dass wir solidarisch sind, aber auch unsere Räume finden und auch, aber auch schaffen. Ich danke euch auf jeden Fall sehr für dieses spannende Gespräch und ich hoffe, wir werden noch sehr viel von euch hören und auch lesen. Und auch an alle, die die ersten Folgen nicht gehört haben, schaut auf jeden Fall bei oyun.de vorbei. Da gibt es alle Folgen zum Anhören. Kann ich sehr empfehlen. Und ja, ich danke euch nochmal sehr, sehr herzlich für eure Zeit und ja, für die tollen Einblicke. Ja, danke natürlich für das Gespräch und danke Linda fürs Moderieren und den Raum schaffen. Und dann Gadak Ja, natürlich. ich auch. Also habe heute viel gelernt und was ist wirklich unerwartet und wie schön das ist. Also wirklich, weil wir gar keine Zeit haben. Ich habe natürlich auch, was Tritien macht oder dein Workshop, habe ich auch teilgenommen. Aber gerade, also was die politische Arbeit gehört, hatten wir wenig Austausch gehabt. Und natürlich auch, können wir ja nicht irgendwie machen, aber auch persönlich hätte ich schon mehr gehört, weil die Kriegserfahrungen deiner Eltern liegen ja nicht so lange zurück, aber ich bin ja auch um einiges Jahre älter als du. Und durch diese Fragen habe ich in letzter Zeit ja öfter auch gefragt. Es war ja erst nach 10 Jahren, war ja der Koreakrieg zu Ende. Und ich bin ja da auf die Welt gekommen. Und der Krieg ist da, also dran, auch wenn alle das verdrängen wollten. Und das habe ich auch das Gefühl, dass in der vietnamesischen Community, dass viele einfach erstmal, also dass man das braucht, erstmal sich nicht dran erinnern wollen. Super, vielen Dank euch.